Gelebt haben sie schon immer, ohne Auto und dicke Sparbücher. Daran änderte sich auch nichts, wenn die Zeiten sich änderten. Man sieht, dass er sehr humusreich ist. Und unter unseren Besuchern im Juli, da war auch Fachleute, die das beurteilen können. Und die waren überrascht, dass wir 5% Humus im Boden haben. Und diese totale Mulchmethode, die wir jetzt auch mit einem Buch beschrieben haben, die müsste man natürlich nun noch 10, 20 Jahre weitermachen, um zu sehen, was dann sich ergibt. Aber mit 82 Jahren ist das natürlich nicht so ohne weiteres machbar. Wieder ist ein Experiment gelungen. Kein Komposthaufen mehr. Den Boden gleich abdecken, wie es der Wald macht mit seinem Laub. Zum Beispiel mit der alten nährstoffreichen Heilpflanze Beinwell. Und natürlich überall Häuser für Insekten und Vögel. Erna und Kurt Kretschmann, seit 1947 Pioniere des ostdeutschen Naturschutzes. Nun haben sie aus einem wilden Hang auch noch diesen Garten gezaubert, gleich hinter der Mietswohnung, in die sie vor Jahren eigentlich aus Altersgründen umgezogen sind. Wieder ist es ein Lehrgarten, Eintritt kostenlos. Weil viele der Experten ja manches auch nur aus der Theorie haben, die haben ein ungeheures Wissen und berufen sich immer dann wieder auf diesen und jenen Professor. Und hier ist wirklich dann mal ein praktisches Beispiel. Und das ist, was wir vor 20, 30 Jahren schon immer gefordert haben unter dem Motto Naturschutz vor der Haustür. So gehört auch diese Variante mit dazu, dass wir uns jetzt bemühen, was uns in unserem Alter noch möglich ist, gerade auch die Menschen mit Gärten anzusprechen und sie zu aktivieren. Ihr Garten in Bad Freienwalde, dem Städtchen am Rande des Oderbruchs, eingebettet in die Hügel des Barnim unweit Berlins. Für viele wurde es zum Mekka, denn hier erhielten Naturschützer, Gärtner oder Landwirte einfache, aber wirksame Tipps zum Umgang mit Garten und Landschaft. Noch mehrmals in der Woche spazieren sie hinüber zu ihrem Lebenswerk, dem großen Lehrgarten rund um ihr selbstgezimmertes Holzhaus, dem heutigen Haus der Naturpflege. Hier lebten sie bis 1983 von eigenem Obst und Gemüse, empfingen über 120.000 Besucher, schrieben 2.000 Fachartikel, planten Schutzgebiete, präsentierten hunderte Arten von Gehölzen, Stauden, Farnen und Gräsern, ohne Eintrittsgeld, erspart nur mit Vorträgen und Zeitungsartikeln. Nun haben sie vom Geld des Europäischen Umweltpreises auch noch ein Naturschutzmuseum eingerichtet. Weil dies sozusagen eine Urzelle der praktischen Naturschutzarbeit gewesen ist über die Jahre der DDR, wünschten die beiden Herren, der Umweltminister Platzek und Professor Suko, dass dies für die Nachwelt erhalten wird. Und das haben wir aus den so vielen Arbeiten durch die Jahrzehnte versucht darzustellen. So geben wir hier, diese Veranda war unser Lebensraum den ganzen Sommer über. Ich habe hier mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele tausend Blätter geschrieben an Artikeln und Büchern und organisatorischen Dingen. Wir sind ja auch mit der Naturschutzarbeit in den Kulturbund eingedrungen, der damals unsere Heimstätte war, hatten die Natur- und Heimatfreunde, haben die Wandergruppe hier geleitet. Und über all die Dinge wird hier zum Teil Originale, weil wir die auch doppelt haben, oder in Kopien dargestellt für jeden interessierten Besucher. Es sind 17 verschiedene Fachgebiete, die wir bearbeitet haben, auch bis zur Denkmalspflege hin, die in kleinen Gruppen, auch über unsere Lebensweise. Wir sind
seit langen Jahren Vegetarier, darüber ist eine kleine Abteilung, oder als Kriegsgegner, als Pazifisten, auch darauf weisen wir hin, denn zwischen der Umwelt- und Naturschutzarbeit und den von mir genannten Dingen eben besteht ja ein Zusammenhang, und darüber wollen wir die Besucher informieren. Das Archiv zweier langer Naturschützerleben. Dabei sah es anfangs nicht danach aus. Kurt verbringt seine Jugend auf den krankmachenden Hinterhöfen der Arbeiterviertel in Berlin der 20er Jahre. Es mangelt an Raum, Sonne und Luft zum Atmen. Nicht zuletzt der wohlmeinende Rat eines befreundeten Arztes treibt den Schneiderlehrling jedes Wochenende hinaus in die Wälder vor die Tore der Stadt. Auf seinem täglichen Arbeitsweg liest er auch in den Schaukästen der KPD-Zentrale die Rote Fahne. Neugierig geworden, spart er sich Bücher vom Munde ab, die sein weiteres Leben entscheidend lenken sollen. Fasziniert erfährt er von alternativen Lebensweisen, von Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder sich dem Krieg verweigern. Die wesentlichen Leute, die uns beeinflusst haben, waren damals Werner Zimmermann. Er war der bekannteste Jugendführer von Europa, ein Schweizer Lehrer. Vegetarier, ist durch alle möglichen Länder, Japan und USA und Mexiko und überall gewandert, hat wunderbare Bücher geschrieben und hat diese Lebensweise vorgelebt auf die einfachste Art. Und das hat sich dann fortgesetzt in Gandhi und Schweizer. Und da gibt es also auch noch viele andere Vertreter. Kurz Einstellung zum Militär wird nach dem Ersten Weltkrieg geprägt durch die Begegnung mit Ernst Friedrich. Neben Erich Mühsam und Gustav Landauer einer der bedeutendsten Antimilitaristen und Anarchisten der Weimarer Republik, heute vergessen. Friedrich zeigt in seinem Antikriegsmuseum die unverblümte Wahrheit über die Schrecken des Krieges. Tief beeindruckt wird Kurt Kretschmann zum entschiedenen Kriegsgegner, trägt das Symbol am Kragen. 1933, die Nazis kommen an die Macht. In Deutschland gibt es 6 Millionen Arbeitslose, als Kretschmann, der in einem Berliner Schneiderbetrieb Wehrmachtsuniformen nähen soll, sich trotzdem verweigert und kündigt. Ohne Arbeitslosenunterstützung versteckt er sich fortan in einer Gartenkolonie im Norden Berlins. Gemeinsam mit Freunden lebt er von Pilzen und Salat, vielen Büchern und langen Gesprächen. Dies ist auch der Ort, an dem sich die Lebenslinien von Erna und Kurt kreuzen. Und er wandert. Mit 20 Mark in der Tasche 10.000 Kilometer quer durch das noch kriegsfreie Europa. Vom Steigerwald zum Lago Maggiore sind die Landschaften seine Universitäten. Bewundert er traditionelle Lebensweisen und sorgsamen Umgang mit der Natur. Erna wächst auf in Köslin bei Stettin. Die Mutter, einst selbst Tagelöhnertochter, spart als Köchin in pommerschen Adelshäusern jeden Groschen auf. Leiht von den Herrschaften Werke von Gorki oder Dostojewski, um Erna den Weg zu ermöglichen, der ihr selbst verwehrt blieb. Der Besuch des Lyzeums und ein pädagogisches Studium. Neben der Neigung zur Literatur erfährt sie von ihr eine tiefe Menschenliebe. Ihre Liebe zu Kurt ist noch jung, als er 1940 nach Gestapo-Verhören zum Militär und schließlich an die Front gezwungen wird. Erna steht zu ihm, heiratet ihn per Ferntrauung, hält ihn am Leben, als er 3 Monate vor Kriegsende desertiert und sich bis zur Befreiung in Bad Freienwalde unter einer Laube versteckt. Als ich hier desertierte, das habe ich in 2 Nächten habe ich das gebaut. Ich war ja doch im Krieg immer damit beschäftigt, vorhin Bunker zu bauen und solche Sachen zu tarnen und so weiter. Da habe ich meiner Frau gesagt, ich habe keine Angst davor, dass sie mich finden und mich erschießen. Aber ich habe Angst davor, dass sie sagen, das ist zu gut für ihn, also wir schlagen ihn mit Knüppeln tot und so weiter. Und davor habe ich Angst. Und da hat meine Frau gesagt, wie es auch kommen mag, ich bleibe bei dir, dann sterbe ich mit dir. Nach dem Krieg finden die beiden schnell neue Aufgaben. Ich war Kreisbeauftragte im Kreistagsabgeordnete für die Frauen hier in den ersten Jahren.
Und als ehemalige Kindergärtnerin und Hortnerin hatte ich für die pädagogischen Fragen sowieso Interesse. Der Schulrat wollte mich immer wieder in Schuldienst haben. Aber da wir auch unser nach Beendigung des Faschismus mal endlich unser, das uns sehr viel Opfer gekostet hatte, unser eigenes Leben gestalten wollten, wollten wir etwas gemeinsam machen. Und da kamen wir durch den Zufall, dass beim Schulrat angefragt wurde, von der Potsdamer Landesregierung einen Kreisbeauftragten für Naturschutz zu finden. Und da sagten wir, na, das ist doch etwas, was wir gemeinsam machen können. Und so stiegen wir, ohne zu ahnen, welche universelle Arbeit auf uns zukommen würde, in die Naturschutzarbeit ein. Die Dörfer des Oderlandes sind für Kurt Kretschmann voll bewahrenswerter Geschichte. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet und dokumentiert er die Gegend mit ihren verbliebenen Natur- und Kulturschätzen. In einer beispielhaften Landschaftsanalyse des Kreises Oberbarnim kartiert er alle Bau-, Boden- und Naturdenkmäler. So entdeckt er alte Taubenhäuser, Feldbacköfen oder große Findlinge, weckt über Gespräche neues Interesse, märkische Heimatkultur zu bewahren. Öffentlichkeit ist den Kretschmanns wichtig. Mit einfachsten Mitteln organisieren sie bereits 1950 eine Naturschutz-Wanderausstellung. In 14 Städten begeistert sie fast 200.000 Menschen. Mit dem neuen Naturschutzgesetz der DDR 1954, an dessen Erarbeitung Kurt Kretschmann maßgeblich beteiligt ist, wird auch ein neues Symbol geboren. Man muss die Objekte, die man sichert, Naturdenkmale und so weiter, muss man kennzeichnen. Und da haben wir also dieses Eulenschild entwickelt. Und zwar deshalb, weil die Menschen, die wir mit unseren Erhebungen befragten, gibt es im Dorf noch eine Schleiereule oder einen Steinkauz. Da sagten die Leute dann wiederholt, ach, sie wollen auch wissen, wo der Totenvogel wohnt. Und da kamen wir dann dahinter, dass sie solche Vorstellungen hatten, dass wenn Kranke waren, die in der Nacht Licht hatten, dann flogen die Käuze da vor den Fenstern und fingen die Nachtinsekten und dann sagten sie, ja, die Eulen haben gerufen, jetzt muss der Kranke sterben. Und weil die Eule so verleumdet war, habe ich gesagt, die machst du jetzt als Zeichen für den Naturschutz, damit wir den Leuten zeigen, gerade dieser Vogel ist für uns also wertvoll und das ist alles eine völlig falsche Einstellung. Doch gilt die Aufmerksamkeit der Kretschmanns nicht nur dem Schutz der märkischen Landschaft. Schon in den 50er Jahren setzen sie sich für die Bewahrung bekannter Naturparadiese wie der Sächsischen Schweiz oder der Müritz ein. Deren Ostufer soll für 4 Jahre ihre nächste Station werden. Ein alter Hof bei Waren ohne Strom und Wasser wird unter ihrer Leitung ab 1956 durch ungezählte, unentgeltliche Arbeitseinsätze zur ersten Lehrstätte für Naturschutz in Europa. Mit Gesang und Fröhlichkeit erleben hier Lehrer, Journalisten, Herbergsleiter und Künstler unvergesslichen Unterricht, erlernen das ABC des Naturschutzes. Als jedoch Kretschmanns anhaltende Forderungen nach einem festen Etat ungehört verhallen, ist ihre Geduld erschöpft. Das Leben wieder selbst bestimmen wollen sie, an Ideen mangelt es nicht. 1960 gehen sie zurück nach Bad Freienwalde, entwickeln hier einen Lehrgarten und das Haus der Naturpflege. Einer der damaligen Schüler war auch Michael Suko. Wenn es seine Zeit erlaubt, ist der heutige Professor für Landschaftsökologie und Träger des alternativen Nobelpreises noch zu Gast bei den beiden, wie hier zum 35. Jubiläum des großen Lehrgartens. Im Nachbardorf aufgewachsen erfuhr er, der als 12-Jähriger bereits alle Vogelarten Brandenburgs kannte, bei den Kretschmanns liebevolle Förderung seiner Naturinteressen. Diese Lehrstätte für Naturschutz war für mich eine auch ganz prägende, wichtige Einrichtung. Denn immer wenn ich Ferien hatte im Sommer, dann war ich natürlich bei Kretschmanns auf dem Müritzhof und habe dort ja, Exkursionen mitgemacht. Nachher auch durfte ich schon erste Gruppen führen, wenn er keine Zeit hatte.
Also ein erstes Ranführen an Natur erklären, Natur vorzeigen, Naturschönheit empfinden. Und dann war es eben auch so, dass ich dann natürlich im Lehrgangsbetrieb mich einbrachte und viel lernte von den dort vorhandenen Spezialisten, eben Fledermaus-Spezialisten, Uhu-Spezialisten, all das kam nach Müritzhof und Kretschmanns prägten ganz sicher mehrere Generationen von Naturschützern der DDR auf diesem Müritzhof. Kurt und Erna 1982 in einem Fernsehfilm. Mit unzähligen Karren Lehm haben sie seit 1960 den Sandboden ihres großen Gartens in Bad Freienwalde verbessert. Das Haus der Naturpflege entsteht ohne einen Pfennig öffentlicher Unterstützung. Der Grundgedanke war, Häuser für Naturpflege am Rande der Großstädte einzurichten. Aber das ist nicht passiert. Der Naturschutz, der staatliche Naturschutz, war zu schwach in der DDR. Der hat diese Idee nicht aufgegriffen. So ist das beschränkt geblieben auf Freienwalde. Aber diese Häuser für Naturpflege hätten ja in jedem Landstrich und in jeder Gegend ein anderes Gesicht gehabt. Die wären ja immer wieder anders gewesen. Aber sie hätten gezeigt, man kann die Natur nicht nur ausbeuten, das war also auch in der DDR gang und gäbe, dass man die Rohstoffe rausnahm, wo man sie fand. Und das ist heute nicht anders, heute ist es vielleicht noch schlimmer, sondern man muss die Natur schützen, man muss sie pflegen und man muss sie auch gut gestalten. Und das sollten die Häuser für Naturpflege bringen. Und hier ist nun die Zentrale gewesen für diesen Gedanken. Aber 22 Jahre haben wir ohne staatliche Mittel das von uns privat durchgeführt. Für jedermann zugänglich soll er sein, der Bursberg rund um das Holzblockhaus. Kein Garten eigentlich, sondern ein Stück Landschaft. Anregung für die Besucher ist, den Kretschmanns gleich zu tun und Natur zurück in die Städte und Dörfer zu holen, um von ihr und mit ihr zu leben. Als Vegetarier ernten die beiden ihr Obst und Gemüse selbst, optimieren Anbaumethoden. Lupine neben Kartoffel, Dahlien neben Tomaten. Der Regenwurm ist einer ihrer besten Freunde. Im Komposthaufen tausendfach vermehrt, zersetzt er auf den Beeten fleißig das Laub der großen Eiche nebenan. Der beste Dünger weit und breit. Nisthilfen gibt es zu sehen, nicht nur für Vögel, auch für Fledermäuse und Bienen. Lebensräume schaffen, Ziegel, altes Holz, Steinhaufen, statt aufgeräumter Kleingärten. Den Schaugarten pflegt heute liebevoll ein Verein mit ABM-Kräften und einigen Fördermitteln vom Brandenburger Umweltministerium. Immer gehen sie mit ihren Erfahrungen hinaus ins Land. Nichts ist Selbstzweck. Die Dorfanger vieler Gemeinden im Oderbruch tragen noch heute die Handschrift der Kretschmanns. Gemeinsam mit den Einheimischen arbeiten wollen sie, Lebenswelt gestalten. Über die Jahre gepflegte Parks und Gärten sind für die beiden der schönste Lohn. Wir betrachten das eben als unsere Aufgabe, gute Ideen für die Natur und für den Menschen zu verbreiten. Da spielt nicht diese geldliche Frage eine Rolle, die ja heute so im Mittelpunkt des ganzen Lebens steht, sondern die war bei uns immer abgewertet, das war bei uns immer ganz nebenbei. Aber wir haben immer uns Aufgaben gesucht, die wir selbst bestimmt haben. Wir sind also nicht bezahlt worden von einem Betrieb oder von irgendeiner Organisation, sondern wir wollten das machen, was wir für richtig befunden haben. Und unsere einfache, spartanische und billige Lebensweise, die hat es eben ermöglicht, dass wir uns das leisten konnten, dass wir es durchsetzen konnten, trotz vieler äußerer Widerstände, die es natürlich gegeben hat.
Der letzte märkische Ziegelbrennofen in Altgaul bei Wriezen, zugleich einer der schönsten Storchenhorste. Heute beherbergt er eine Ausstellung über den Lebenswandel von Meister Adebar. Und wie sollte es anders sein? Auch das eine Idee der Kretschmanns. Wir hatten hier in Freienwalde die Zentrale für den Weißstorch, nicht nur für die DDR, sondern mit 14 Ländern Europas, von Spanien angefangen. Das war alles noch in der DDR-Zeit. Haben wir gemacht, wir haben niemand gefragt, es hat uns auch niemand verboten. Und wir haben alle zwei Monate einen kleinen Druck rausgegeben, Storchmitteilung. Und was wir nun von diesen verschiedenen Ländern, also das ging über Frankreich, Holland, Belgien und so weiter, dann bis zur damaligen Sowjetunion, was wir da an Material kamen, das ist alles in diesen etwa 80 Storchmitteilungen enthalten. Unser Anliegen war, auch in den anderen Ländern Arbeitskreise Weißstorch zu bilden. Und das ist uns in Ungarn gelungen, in der Tschechoslowakei und in der Ukraine, in Kiew, in der Universität. Dass Störche Frösche mögen, weiß heute jedes Kind. Aber auch Mäuse und allerlei Insekten in einer vielfältigen Landschaft garantieren das Überleben der klappernden Freunde. Doch in den 50er Jahren geht es den großen Feuchtgebieten an den Kragen. Neulandgewinnung für die auf sich selbst gestellte Ernährung in der DDR. Sie wird auch als wissenschaftliche Pioniertat gefeiert. Doch die Trockenlegungen der großen nordostdeutschen Moorgebiete bringen später ein ökologisches Desaster. Der Moorboden trocknet aus, verwandelt sich in unfruchtbaren Staub. Ein neues Zauberwort dann in den 70ern, Flurbereinigung. Nüchterner Begriff für die groß angelegte Beseitigung von Weihern, Hecken und Wäldern in Ost und West. Fleisch und Getreide produzieren wie in Fabriken. Traditionelle Landschaftsbilder müssen weichen. Wo in alten Weiden einst die Eulen hausten, ziehen nun Maschinenkolonnen ihre Spur auf riesigen Ackerflächen, chemiegepflegt und maschinengerecht im Planquadrat. Leitbild auch heute in der bauernarmen Intensivlandwirtschaft. Auch hier sahen die Kretschmanns Aufklärungsbedarf. Ein Filmdokument von 1982. In ihrem Umfeld versuchen sie, die schlimmsten Eingriffe zu mildern, um letzte Feuchtgebiete in der Agrarlandschaft zu erhalten und treffen auf Verständnis bei denen, die es noch anders kennen. Das ist ein Schlag von 21 Hektar. Da war früher bei Rietz-Richard, da war ein großer Pool, so ein Tümpel, ne? Da war mit Rohr bewachsen. Und das war, der Tümpel war aber auch noch melleriert, also durch Röhren zum Graben hin. Was hat man mit dem Tümpel gemacht? Den hat die Melleration zugeschüttet. Und was ist jetzt der Erfolg? Jetzt steht der 21 Hektar Schlag zur Hälfte im Frühjahr unter Wasser. Oftmals scheinen die Widerstände für die Naturschützer unüberwindbar. Doch zögerliches Umdenken beginnt. Letzte Chance auch für alte Kulturlandschaften wie das Niederoderbruch. November 82. Einer der vielen Versuche, die kleinen Gewässer und Baumgruppen zu erhalten. An der Spitze der Bemühungen Professor Suko. Uns geht es eben darum, dass diese Landschaft weiterhin genutzt wird, wie es in den letzten 50 Jahren schon geschehen ist, aber dabei diese Substanz an naturwissenschaftlich wertvollen Lebensräumen weiter erhalten wird. Und deshalb freuen wir uns eigentlich, dass jetzt hier Übereinkunft erzielt worden ist, dass die Aufwendung nicht weitergeführt wird. Denn wir müssen davon ausgehen, dass das letzte Stück Oderbruch ist, was wir haben, was noch Feuchtwiesencharakter trägt. Und das ist wirklich eine große Rarität. Wir haben die großen Moorniederungen generell stark entwässert. Wir haben die Auen zu Ackerstandorten gemacht und hier sind noch Wiesenlebensräume. Und deshalb der hohe Wert.
All die Bemühungen über die Jahre haben sich doch noch gelohnt, als es engagierten Naturschützern und Professor Suko in der letzten Stunde der DDR gelingt, die wertvollsten verbliebenen Landschaften wie das untere Odertal, die Sächsische Schweiz, die Schorfheide oder Teile von Rügen als Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturpark zu schützen. Die alten Ideen auch der Kretschmanns. Jetzt gehen wir mal hier in den Raum rein, in dem haben wir nun gelebt. Das war alles, das war unser Wohn- und Schlafraum. Die Ecke ist Küche gewesen und hier war unser Arbeitsraum. Hier habe ich mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele, viele Beiträge geschrieben und viel Arbeit geleistet. Und die Besucher waren eigentlich doch davon angetan, in welcher Einfachheit wir hier eine ganze Menge bewältigen konnten an Arbeit für den Naturschutz. Und hier haben wir ja dann solche Sachen, Marktgrafensee, völliges Bauverbot, das haben wir an den Seen dann angebracht und da durfte keiner bauen. Und das ist in der Nähe einer Großstadt wie Berlin mit 4 Millionen Einwohnern, dass wir hier als Nachbarkreis die Seen von der Bebauung freigehalten haben. Das sind große Werte, die hat der Naturschutz zu verbuchen, dass wir das geschafft haben. Es war ja zu der Zeit so bewiesen durch das Naturschutzgesetz der DDR, dass in gewisser Weise nur der traditionelle Naturschutz betrieben wurde, geschützte Pflanzen, geschützte Tiere, einzelne Objekte. Da aber die gesamte Wirtschaftsentwicklung, man kann ja sagen weltweit, sich so rasant zur negativen Seite in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist jetzt ein universeller Umweltschutz und Naturschutz ein ganz anderer, als er vor 40, 50 Jahren war. Hunderte Wochenendeinsätze für angenehme Wanderwege, für schöne Parks oder den Storchenschutz. Freiwillige gewinnen. Heute ist es schwieriger. Man freut sich, wenn man noch ganz klein ein bisschen kann. So haben die beiden in einer ungeheuren Produktivität, geistig-schöpferische Arbeit, körperliche Arbeit, Gartengestaltung, eben ihr Leben ganz einfach, ganz überzeugend verwirklicht, ohne nach Geld oder nach Position zu schauen, sondern eine ungeheure Uneigennützigkeit oder Gemeinnützigkeit, etwas für andere zu schaffen, für andere etwas Vorbild zu sein. Und das habe ich sonst nie wieder erlebt. Denn alle anderen, die um mich sind und ich selber, sind ja so widersprüchlich, so zwiespältig in unseren Ansprüchen, in unseren Vorstellungen. Aber bei Ihnen ist eben so überzeugend diese Einheit von Leben und Idee der Lebensgestaltung. So. Jupp, warte mal, bis ich komme. So.